Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Wochenorakel und zwar für die Zeit vom 26. August bis zum 1. September. Ja, in dieser Woche habe ich mir gedacht, mache ich einfach ein Auswahlorakel als Botschaft für dich sozusagen und zwar aus dem Tiere-Tarot. Das heißt, du kannst dich zwischen der linken oder der rechten Karte entscheiden. Und es soll einfach eine Botschaft für die kommende Woche sein. Diese Botschaft kann jetzt auf dich zutreffen, muss aber nicht. Sie kann sich auch erst im Laufe der kommenden Woche zeigen. Also ich habe mir irgendwie so gedacht, das ist in dieser Woche sehr, sehr stimmig. Also wenn du noch Zeit brauchst, dich für eine Botschaft zu entscheiden, dann halte einfach das Video an. Denn ich starte jetzt gleich mal los mit der ersten Botschaft für die kommende Woche. Also wenn du dich für die linke Karte entschieden hast, dann hast du hier folgende Botschaft und zwar die Königin des Herbstes. Da geht es um die Aufmerksamkeit, um die Fürsorglichkeit, Kreativität und Geistreich. Und zwar, sie werden einen Rat erhalten, der sowohl gut umsetzbar als auch außergewöhnlich ist und sie sollten ihn genau befolgen. Konzentrieren Sie sich auf das Positive in einer jeden Situation und bei jedem Menschen. Also, entweder bekommst du jetzt hier in dieser Woche einen guten Rat, den du auf jeden Fall befolgen sollst, oder aber du erteilst hier jemanden einen Rat, ja? Also, das muss jetzt nicht immer mit dir in Zusammenhang gebracht werden, also, dass du hier jetzt einen Rat erhalten wirst. Es kann auch sein, dass du hier jemandem so einen wertvollen Rat gibst, dass diese Person das einfach auch umsetzen wird. Und es geht darum, in jeder Situation in dieser Woche das Positive zu sehen, auch wenn es vielleicht negative Situationen sind, aber hinter jeder negativen Situation wird man wissen, für was das gut war. Ja, also bei dir geht es darum, um Kreativität zu kreativ zu sein, um seine Fürsorglichkeit zu zeigen und natürlich auch um einen wichtigen Rat annehmen zu können oder auch zu geben. Dass jetzt hier eine andere Person einen Rat von dir annimmt und dann entwickelt sich das für diese Person ja zum Positiven. Das ist jetzt einfach mal die Botschaft, wenn du dich für die erste Karte entschieden hast. Jetzt geht es gleich weiter mit der zweiten Karte. Also wenn du dich für diese Karte entschieden hast, da haben wir die Herrscherin für diese Woche. Und zwar Zeit, aktiv zu werden. Nützen Sie Ihre naturgegebene Kreativität, um in Ihrem Leben zu wachsen und erfolgreich zu sein. Also in dieser Woche geht es bei dir darum, aktiv zu werden, etwas aktiv anzugehen. Du wirst hier eine erfolgreiche Woche haben, wenn du jetzt aktiv bist, wenn du deiner Kreativität freien Lauf lässt. Du wirst ja Erfolge einfahren, in deinem Leben wachsen sozusagen, aber nicht, wenn du stillstehst. In dieser Woche, und das merkt man eigentlich bei beiden Karten irgendwie, geht es um aktiv sein, machen, tun und dann wirst du hier in jeder Situation, die für dich jetzt wichtig ist, erfolgreich sein. Aber hier geht es nicht in dieser Woche darum, stillzustehen, abzuwarten, sondern aktiv die Sache in die Hand zu nehmen. Welche Sache das auch immer bei dir individuell sein mag. Ja, eine sehr kreative Woche scheint es jetzt zu geben. Da wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Ich freue mich auf die nächsten Orakel. Ich wünsche euch viel Gesundheit, eine wunderschöne Woche und bis bald. Ciao!